Ja, schönen guten Abend. Wir sind online. Wir, das sind wie immer Oder und Schweiger in einer Hallo. weiteren Session Crusader Kings 2 in aber Siebenreich. Hallo Oder. Hallo Schweiger. Ich habe auch schon auf Start gedrückt für die Aufnahme, das heißt, du hast auch meine Leute gleich begrüßt. Wollte ich zwar nicht, aber bitte. Ja, das ist wurscht. Die werden das überleben. Ich bin sowieso zu müde zum viel Reden heute. Und ich esse nebenbei Kichererbsen. Kann ich nur empfehlen. Kichererbsen mit Knoblauch und ein wenig Öl und Chili in den Ofen für ein paar Minuten. 10, 15 Minuten. Das ist sehr gut. Okay, fangen wir an. So, ich Nummeriert. habe mich verklickt, stelle ich fest, also bei mir geht's doch erst jetzt los. Was? Wie auch immer. Das Mein Stream? Stream. Ja. Ist okay. So, okay, passt. Also jetzt auch in einem Stream endgültig online. Und ich würde vorschlagen, wir springen gleich mit ins Geschehen. Wir haben den 27. Februar 882, knapp 15 Jahre sind gespielt und wir existieren immer noch beide. Also das heißt, unsere Reiche existieren. Wobei Ausgezeichnet sogar. das vor allem bei meinem nicht so eindeutig ist, nachdem ich nur ein Gebiet habe. Wenn mir das genommen wird, ist es aus. Bei dir mit vier Gebieten hast du ein bisschen mehr Spielraum. Ja, zurzeit habe ich nur drei. Ja, Ich habe das. meinem Sohn das Feit-Gebiet ja letztens geschenkt. Ja, ah, du hast dich dazu durchgerungen, wieder das Risiko mit einem Tribal Holding einzugehen. Ja. Oh. Und er hat das offensichtlich sogar schon entwickelt, weil es ist nicht mehr Tribal. Ich habe Hat das Fight vorher gerade riskiert? angeschaut. Ja. Ja. Das ist ja Ah. cool. Tja, mein Sohn ist einfach gut. Aber das liegt vielleicht daran, dass mein Sohn ein Midas-Touched ist. Das Na, ist zumindest da habe ich eine was gut gute gemacht. Eigenschaft. Aha. Okay, da muss ich auch noch was einstellen. Was denn? Stimmt das nicht? Ja, ich habe den Skype-Bildschirm schlecht eingestellt. Na, nicht whatever. Okay. Ja, jetzt passt's. So. Irgendwas wollte ich. Ah ja, genau. Ich habe gesagt, wenn ich 10 Kinder habe, gehe ich auf eine Hatsch. Hast du das als Ambition als offizielle bereits? Ja. Ja. Ich meine, es bringt eigentlich nur 50 Prestige, also es ist nicht so wichtig. Ich habe dummerweise als Ambition eingestellt Seek Fame and Glory. Was macht das? Ich will 1000 Prestige haben, dann kriege ich 150 Prestige und eine Diplomatie. Nicht schlecht, aber. Ja, bin ich aber noch recht weit weg davon. Auf geht's! Ja, wie schon gesagt, ich esse nebenbei. Ich höre es hört jeder. Ja. Es tut mir leid. Ich habe einfach zu wenig Abend gegessen. Hey, Hafez ist Trained Fighter. Der Bub, den ich ausbilde. Mein Neffe Ich aus dem habe Ausschuss werden, auch ausbilden keinen könnte. Schimmer, was dieser Angriffskrieg des Kalifen, was dieser Angriffskrieg des Kalifen bewirken soll, ich weiß es nicht. Indem wir bei den, oh, es kommt ein weiterer Krieg jetzt gerade. Oh, da Oh, dürfte der Krieg sein. Basileus. Ja. Das ist nicht gut. Die wollen Kilikien wieder erobern. Oh, das ist allerdings was Größeres, ja. Also die Abbasiden sind im Krieg mit dem Oströmischen Reich. Eine Sache, die bedenklich ist, ich habe mir das gerade angeschaut, wenn du mal die Karte rauszoomst, musst du mal schauen, wo der Name Al-Abbasi steht auf der Karte. Ja, Schau, ganz ob es bei links. dir.
Ja, das heißt, das ist irgendwie symbolisch. Ägypten ist schon irgendwie ein Schwerpunkt geworden. Sollte uns zu denken. Ja, liegt aber vielleicht auch daran, dass mitten in unserem Reich irgendwelche Einzelstaaten sind und Wüste. Ja, es liegt daran. Aber schön, dass du das so entsorgst, Benedikt. Tue ich gerne. Wo ist Kilikien überhaupt? Was ist das für ein Gebiet? Kilikien ist heute ganz im Südosten der Türkei. Also, Also dieses Eck, dieses syrische Eck des ja, ich sehe es Mittelmeers, schon. wo Zypern reinpassen würde. Adana, Sisia Ja, und Adana, glaube ich. Tarsus. Und, oder? Das ist Adana? Ich weiß es Ich nenne es Adana. Ja, klar, dass sie das erobern wollen. Das ist immerhin typisches oströmisches Reichgebiet. nicht. Ja. Ich glaube eher, dass sie die Schwäche ausnutzen, dass der neue Kalif noch nicht zu seiner sein Potenzial ausgeschöpft hat. Aber erben kann er. Erben kann er. Was für ein Gebiet hat er geerbt jetzt? Nein, irgendeine Moschee oder so. Nichts. Als ob uns irgendwelche Moscheen stören würden. Ah ja, stimmt, das war eine Moschee. Mein Bruder Chakoya hasst mich immer noch, das wird sich wohl nicht so bald ändern. Und er hat 22 Diplomatie. Willkommen im Und Club, mein Bruder hasst mich auch. Gott sei Dank hat er nur 4 Intrige. Darüber bin ich glücklich. Aber hat das einen Einfluss darauf, ob sie dich umbringen wollen? Ob sie dich hassen oder nicht? Nein, nicht, ob sie dich hassen oder nicht, sondern der Intrigewert. Ich glaube, ich schätze mal, das ist die Erfolgschancen, wenn sie dich umbringen wollen, stark beeinflusst. Wobei sie müssen sich ja nicht alleine versuchen, weil sie können ja auch Ja. irgendwelche. Das stimmt schon. Also, ich gehe Ja, es sind trotzdem auch davon von aus, mir dass es Truppen ein Trigger eingezogen wird. worden, sehe ich gerade. Für den Krieg. Al-Mustakfi Al-Abbasi has transferred the vessel contract of Yahya Al-Rabi. So, wie noch immer. Sultan Musa hin, das ist nicht wen auch immer. Ah ja, das ist nicht wen auch immer. Nun ja, every time my ward Yasaman, das ist deine Nichte, glaube ich, oder deine Verwandte jedenfalls, meets a stranger, she looks like she might faint. The lust is just a bit shy. Das wollte ich nicht. Shyness can be cured by the birch. Na, das ist irgendwie brutal. Shyness is a terrible curse, I will talk to her. Das ist, ja, das wäre ein Problem. Oder ich kann beten, wie immer. Keine Auswirkungen. Nein, jetzt Verstehe. ist sie gregarious geworden, statt shy. Ich hab das quasi ins Gegenteil verwandelt. Außerdem hat sie 17 Diplomatie. Das ist deine Nichte. Das ist Yusefs Tochter. Oh, Burgmauern sind gebaut worden in Urmia. Was ist gebaut worden? Castle Walls 2 Boah. hat das Einkommen noch erhöht, die Level Size und vor allem die Vorlevel. Castle Walls 2? Du kannst Castle Walls 2 schon bauen? Nein, jetzt nicht mehr. So, was wird noch bauen? Ich meine, du konntest sie bauen, weil ich kann sie nicht bauen. Ich werde abwarten, bis ich genug Geld habe und durch meine Kasbah ausbauen. Ja, das will ich auch. Das ist gut. Aber so viel Geld habe ich noch lange nicht. Außerdem Ja, fürchte ich, ich im auch. Gegensatz zu meinem Sohn bin ich nicht sonderlich gut Stewardship-mäßig. Ich habe ein Stewardship von 2. Ja. Castle Infrastructure 2 wäre gut. Aber da habe ich, glaube ich, noch ein Weg hin.
Ja, aber nicht so viel. Hast du noch einen Überblick über deine Kinder? Nein, ich habe zu viele. Ich habe auch viele, ich habe auch 5 Kinder. Warte mal, du hast ja noch gar keinen Wort. Oh, verdammt. Every time my nephew. Darf ich mal kurz auf Pause machen? Ja, erstens sicher. Muss ich meinen Neffen erziehen. Every time my nephew Hafez meets a stranger, he looks like he might faint. Ah, das ist dasselbe, was die Nichte auch gerade gehabt hat. Okay. Shyness can be cured by the birch. Was macht das? 60% chance of no effect, 40% chance of Hafez loses the trait shy. Shyness is a terrible curse. I'll talk with him. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Und pray. Ah, okay. Klar. Wir müssen uns einfach die Zeit nehmen und dem Sohn was beibringen. Und ich muss meiner Tochter einen Dings. Oh, sie wird getutort. Macht das der Computer von alleine? Ich wollte ja gerade. Nur wenn sie nicht an deinem Hof ist, glaube ich. Weil ich wollte ja gerade einen Tutor in die Hand drücken. Das war ein Garten. Schauen wir mal, wir nehmen den da für dich. Ich glaube, wir wollen deine Intrige relativ hoch haben, Mädel. Selbst kann man, glaube ich, auch nur eine gewisse Anzahl an Leuten ausbilden, gell? Zwei kannst du ausbilden. Nehme ich an, dass sich das nicht geändert hat. Diligent, temperate, ambitious. Ich glaube, du wirst die Ausbildnerin von diesem Mädel. Dann machen wir für dich. Nein. Für dich werden wir Stewardship oder so irgendwas nehmen. Boah, da wir haben noch eine bessere Stewardship-Dame. Bist du ihre? Die ist sogar Patient. Warte mal. Mohammed Al-Afshin, bist das du? Nein. Irgendjemand mag mich dann nicht, wenn ich die dem neuen Guardian gebe. Ja, der alte Guardian, den entziehst du nämlich so müde. Ja, aber das Problem ist, den habe ich nicht bestimmt. Und ich möchte Zwillingsschwestern sagen, wer wen kriegt. So, ich werde meinem Vater in seinen Fußstapfen folgen, habe ich beschlossen. Ich habe mich entschlossen, ein muslimischer Poet zu werden. Ah, das klicke ich jetzt an. Your latest collection of Islamic poetry has made quite a stir at court. And your courtiers can't stop talking about them. Your fame as a poet is spreading rapidly. Excellent. 50 Prestige. Pech. Habt die Chance, irgendeinen Wert zu verbessern, aber ja, wahrscheinlich nicht. Ha! Ich habe tatsächlich mein Learning verbessert. Jetzt schon. Wow. Ja. Als Jungspundpoet. Ne? Ah, ich habe die falsche Schule des Islams genommen für meine Ambition, stelle ich fest. Ich bin ja Ashari. Du hast der andere. Du hast, ich nehme an, du kriegst Prestige über deine Schule pro Monat. Und Forschung. Ja, und Prestige könnte ich gut brauchen. Für meine Ambition.
Tue ich aber jetzt nicht. Nein, tust du gar nicht. Der Krieg mit den Römern oder mit den Griechen läuft nicht so gut. Das schaue ich mir erst gar nicht an. Ich bin da nämlich ein bisschen. Oh Gott, das sind 17.000 Truppen. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Gut, dass es nicht um mein Gebiet geht. Aber, ja. Naja. Wenn das gesamte Emirat wäre, müsstest du möglicherweise mitsamt des Emirs Ja. ins das Reich wechseln. Ja, aber es geht nicht um meinen Rat. Ich weiß ja, aber ich meine nur, es muss nicht unbedingt schlimm sein. Ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Und du wärst dann Teil des mächtigen Oströmischen Reiches. Ja, ich bin ein Teil des mächtigen Abessinenreiches. Das ist Naja. falsch. Das mit dem mächtig lassen wir mal. Wir sind groß, sagen wir es mal so. Und wir kriegen gerade eines auf die Mütze. Also, so wie ich das sehe, hat deine Mutter, Sarah, und Schüler, wie sie heißt, bringt kein monatliche Pietät oder Prestige, sondern nur plus 5 Learning. Während die Aschare-Schule plus 1 Pietät monatlich bringt. Dafür keine Verbesserung irgendwelcher Werte. Ja, ich krieg irgendwie Technologie besser. Also, wenn ich das richtig sehe, bin ich nicht so weit weg von Castle Infrastructure 2. Aber ehrlich gesagt, mit all den Werten, bei den Technologien fühle ich mich nicht wirklich zurecht. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Also, wenn ich mir den Technologiescreen anschaue und mir zum Beispiel die Provinz Albatir anschaue, meine stärkste, dann steht dort Military Advance 0, Economy Advance 0 und Culture Advance 0. Und ich Ja. verstehe nicht. Das sind tatsächliche Punkte, die du einsetzen kannst. Wenn du drüber fährst, siehst du Technology Points. Ja? Die kriegst du hauptsächlich, glaube ich, durch Ereignisse. Was mich ein bisschen. Ah! Mein Vater hatte noch 100 Culture Points. Die dürfte er verloren haben, wie er gestorben ist. Ich bilde mir nämlich ein, Super. dass ich Culture Points hatte. Die kannst du einsetzen, um Mach mal ganz Technologien kurz. zu verbessern. Ja. Ah, verstehe, verstehe. Okay, ja, und ich sehe auch gerade, ich habe tatsächlich 1,8 für Town Infrastructure, für George Infrastructure, 1,5 für Heavy Infantry und so weiter. Aber ich sehe gerade, dass meine Tradition Faction mit meinem Emir auf Opposed gegangen ist, sicherheitshalber. Und Bactia has dragged his unfaithful spouse to Massa before me and insists I should punish her. Ah. This is a waste of my time. Das macht ihn unglücklich mit mir. Und seine Frau glücklich. Is infidelity a crime? This option is available because you have the arbitrary trait. Das ist nicht Das so. klingt jetzt schon nach etwas, was man wissen sollte. Ja, grundsätzlich schon, aber ich würde dann den Trait Dull bekommen und Dull will ich definitiv nicht. She will be locked in the stock. Gain 10 piety.
brauche ich die gute Tomasa für irgendwas? Ah, die hat eins von meinen Kindern als Ort. Die ist echt gut. Bist du deppert? Die hat 21 State Stewardship. Ja, sie ist Hedonist. Ja, wenn ich sie einsperre, muss ich das Kind jemand anderem in die Hand drücken, gell? Das bezweifle ich. Du meinst das Kind, das der Mündel ist, oder? Ja, nein, dass ich ihr als Ward anvertraut habe. Ach so, ja, davon gehe ich aus, ja. Ich nehme das. Das ist aber keine sehr sachlich, das könnte das gleich arbiträr entscheiden, wenn du diese Gesichtspunkte berücksichtigst. Was? Achso, nein. Wenn du nach solchen Gesichtspunkten vorgehst, dann kannst du gleich arbiträr sein. Warte mal, gehen wir weiter. Ich werde. Achso, nein, Locker in the Stock ist einfach nur, ist glaube ich nicht einsperren, sondern, wie heißt das? Das sind diese. An den Pranger stellen? An den Pranger stellen, ja. Oh, wir haben im Krieg gegen die Byzantiner minus 84%. Oh, es geht weiter. Ich sehe. Also, ja, Entschuldigung. A large merchant caravan from distant lands has arrived at the gates of your stronghold. Their leader, a jovial man of massive girth, pleads with you in a strange accent to grant them shelter from the elements for the night. Very well, let them in. The world is a dangerous place and devious plots are everywhere. Rumors. Ah, verdammt, Entschuldigung, ich muss wieder auf Pause drücken. Es sind drei Sachen gleichzeitig passiert, oder eigentlich zwei. Ich glaube, der. Oh! Kilikien gehört jetzt den Griechen. Na, sehr aus, das ist schnell gegangen. Ja. So, warte mal. The world is a dangerous place and devious plots are everywhere. Rumors have reached you that people are conspiring to kill your son Kamran. Echt jetzt? This is worrying. Kamran, wer will dich umbringen? Das ist mein Kleiner. Der Nachzügler. Der nie irgendwas kriegen wird. Weil er von seinem großen Bruder umgebracht wird. This is worrying. So, und ich glaube, der Merchant hat auch irgendwas für mich. As evening falls, the fat merchant sits by the fire and regales you and the rest of the court with stories of his travels. His appetite seems insatiable. Na super, der wird mit viel Gold kosten. But as you do not wish to prove a poor host, you order your servants to bring a second serving. Na super. Tell us more about this mythical realm of Hindustan. Toll, der frisst sich da durch meine, durch mein Essen. Ich dachte, der ist ein reicher Händler. So, schauen wir mal, ob der Plot da ist jetzt. Von dem er mir. Achso, ich habe weiter gedrückt, Entschuldigung. Und da kommt nochmal der Händler. Dawn breaks and the caravan prepares to move on. The merchant insists on leaving you a gift as thanks for your great hospitality. He shouts a terse command in a foreign language and the young man comes. Ah, das hatte ich hier schon mal. Die sind meistens recht gut. Und noch was. Ach gut. Ah, du hast auf Pause gedrückt. Ja. Ach, das ist nett, danke. Gut, dann young man comes for. Ja, this Eunuch will serve you well, the merchant says. His loyalty to you, his new master, shall be beyond reproach. That is very kind. I accept your gift, oder. No, you may keep your servant. Ich habe Tauro gekriegt. Oh, na immerhin. Military 13. Vielleicht kann man ihn ja für irgendwas einsetzen. So. Außerdem habe ich irgendeinen Poeten. The renowned poet. Ja, das, die habe ich auch bekommen. Das ist eine allgemeine Message, aber der sitzt in Ägypten und ich habe keine Ahnung, warum uns der irgendetwas anbietet. Naja, vielleicht weil er bei uns im Reich ist. Ja. Jedenfalls, sein letztes Werk hat nicht den Anklang gefunden, den er gehofft hat, offensichtlich. Ja, er hat zu wenig in seine Community investiert. Ja, er verliert 200 Prestige, was soll's.
Okay. Ich mache weiter. Vielleicht, ja, gut, tu das. Vielleicht, ist das aber. Wer plottet bitte gegen meinen Sohn? Ich werde meinen Sohn sicher nicht ins Versteck stecken. Obwohl, ich könnte ihn jetzt verstecken, weil er ist erst 3. Weil solange er nämlich im Versteck ist, kann man ihn, glaube ich, nicht ausbilden, gell? Mag sein, kann sein. Der versucht, den Kleinen umzubringen. Aha, offensichtlich, was du vorher gesagt hast, habe ich jetzt auch festgestellt, es ist wirklich so, dass die Leute automatisch Guardians kriegen, sobald sie 6 sind. Oh, der tut mir sowieso jetzt schon leid, der ist nämlich slow. Der gute Kamran. Mit seinen 3 Jahren. Tja. Er wird es nicht weit bringen in unserer Familie. Seinen 5-jährigen Bruder hingegen werde ich schauen, dass ich irgendeinen einen Typen finde, der gute militärische Fähigkeiten hat. Weißt du, was ich irritierend finde? Diesen anderen Krieg verlieren wir auch. Ja, aber da geht scheinbar um nichts. Ich habe keine Ahnung, was der Sinn dieses Krieges ist. Das ist eine Religious Reconquest of Ithil. Ja, und hast du gesehen, wo Ithil liegt? Da, verdammt. Das ist. Das ist ja wohl. Das ist ein Oh oh. Tribal Ding. Oh. I don't feel too well. Something is wrong with me. I'm burning up with fever. My nose is running and my head feels as if someone is banging something hard against it. Please kill Aua, me. Grippe. Ich bin ill. Du hast eher einen guten Bruder. Ich habe 2 Söhne. Ich sollte mich jetzt sofort umschauen um einen Regenten. Warte, warte. Bei mir ist auch jemand gestorben. Nämlich Dil da. Ja, eine meiner Frauen ist gestorben. Na, das ist eine von deinen Interessiert Frauen. dich, ja. In meiner Zeit. Interessiert dich nur deswegen. Nein, es war scheinbar. Ja, das war eine Frau. Soll sein. Abschreiben, vergessen. Ich bin krank, das ist viel schlimmer. Und ich brauche ich muss einen Regenten designieren. Und zwar meinen Bruder. Deinem Bruder? Ist das eine kluge Entscheidung? Nein, scheinbar schon reingegangen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Wo sieht man das? Nein, ah, ist da. Weiter geht's. Ja, ich verstehe dich leider nicht sehr gut mehr. Nein, ich war jetzt nicht sehr stringent. Na gut, ich hoffe, ich überlebe. Na, servus. Ja, ich warte eigentlich auch nur, dass ich genügend Geld habe, damit ich meine Dings weiter ausbauen kann, meine Provinzen. Das Problem ist, bei mir dauert das ja so lange. I woke this morning feeling much better. It seems that my illness has paused. Ich verliere den Trade Union. Außerdem, ja, ist wieder mal ein Parteitreffen angesagt. Das werde ich so unauffällig wie möglich vorüberziehen lassen, das Treffen der Court Faction. Die Quad Faction. Der ich angehöre. Und die momentan gerade gut gelaunt ist, also Mood is friendly. Hey, mein Sohn ist auch in der Tradition Faction.
Ausgezeichnet. Gut, die Faction mag den Emir Al-Alaa gerade recht gerne. Die Beziehungen sind gut. Noch irgendjemand hat irgendetwas gekriegt. Ja, bei mir auch, aber ich frage mich gerade, ob mich der interessiert. My Leech, my mission to Al-Kufa has so far been a success during my visit to the court of Emir Taher Al-Kufa. Ah, verdammt, schon wieder zu viele Sachen auf einmal. Was? Ah, sehr gut. Meine Beziehungen zu meinem Emir haben sich verbessert. Ja, was ist das? Okay. Das ich ist brauche eine neue Zweitfrau. Eine neue Zweitfrau? Ja, weil das erhöht das Prestige, wenn man viel verheiratet ist. Ich pausiere. Ja. Auch bei mir ist eine Karawane angekommen. Dasselbe, was wahrscheinlich ist es eh dieselbe Karawane. Möglicherweise. Die zieht da einfach durch. Ich kann sie entweder reinlassen oder ich schicke sie weg. Ja, ich lasse sie rein. Ich bin ja nett. Okay, bevor du weitermachst. Währenddessen, ich sehe bei dir geht's drunter und drüber. Naja, drunter und drüber nicht. Die anderen zwei waren einfach noch diese zwei Meldungen, dass irgendwas passiert. Aber während ist. Während du das überschaust, werde ich auf die Suche gehen nach einer. Okay, my liege, the people of Skotarion have progressed beyond our own technological level. Echt jetzt? Ah ja, jetzt kriegst du 50 Technology Points. Their advancements and the documents enclosed here should help us reach their level. I hope you will find this to your satisfaction. Our humble spymaster Darab. Hey, das ist gut. Wir haben 50 Punkte in all diesen. Also, wir haben eine 33% Chance, dass es. Ah, one of three options will happen. Okay, gut. Na, immerhin. Yay. Ich habe 50 Economy-Punkte. Ich weiß gar nicht, wo ich die einsetzen soll. Castle, Town, Church. Machen wir Castle natürlich. Wir können noch ein zweites sogar, wenn wir so gut sind. Improved Keeps. Was machen Keeps? Castle Walls 2, ausgezeichnet. Yay! Spymaster, du bist großartig. An invitation has arrived from Prince Obaidallah of Khorasan, calling all members of your. Ach Gott. Bei mir gibt es auch ein Faction Meeting. This would also be the time to consider whether to call a vote for Sheikh Obaidallah's impeachment as Faction Leader. Hm. Ich habe jetzt meinen Sohn auch in der Faction. Ach, du hast geheiratet, natürlich. Habe ich schon? Nein, ich habe gerade jemanden gefragt, ob sie mich heiraten will. Ich glaube, sie ist in deinem Reich. Ah. Okay. Aber ich habe nicht genau nachgeschaut, wer sie ist. Let's just get on with the meeting. Was ist das? To the glorious Sheikh Mohammed Al-Afshin. May you live in harmony and contentment. We propose that Sheikh Mohammed. Wen willst du heiraten? Die Pavin? Die ist an deinem Hof. Die hat aber einen Wort. Das mag ich gar nicht, dass die weggeht. Ah, okay. Die ist aber nicht gut. Die willst du nicht. Hat die einen Wort? Die ist slothful, arbitrary und greedy. Willst du wirklich, dass sie einen Wort hat? Wer ist das überhaupt? Der ist ja nicht einmal verwandt mit mir. Ja, ja, klar. Okay. Das ist keines von meinen Kindern, auf das sie da aufpasst. Ich weiß, das habe ich auch geschaut. Und abgesehen davon, wie gesagt, sie hat schlechte Eigenschaften. Ich habe mir jetzt dann überlegt, ob ich die wirklich heiraten will, aber es ist zu spät. Warum wolltest du sie heiraten? Weil sie mehr Prestige kriegt, wenn ich verheiratet bin. Und das war die erste. Ich habe nicht noch bemerkt, dass die eine von deinen Untertanen ist. Und das war die erste, die ich heiraten wollte, oder wie? Das war die erste, die mir gut vorgekommen ist. Und die anderen waren noch schierer. Okay, wie weiter geht's. Na, warte mal, bevor wir weitermachen, ich drehe meine Aufnahme ab. Mhm. Sag mal tschüss den Leuten. Ich kaue in der Zwischenzeit weiter. Und wir sehen uns in 2 Tagen wieder.